arbeiten bei der Stadt und wir teilen die Arbeit ein. Keiner nimmt dem anderen etwas weg und jedem ist es wohl dabei. Wir haben so unseren Rhythmus 40 Minuten auf eine Stunde. Das ist vernünftig. Das ist richtig. Das ist menschlich. Das ist gesund. Darum sind wir friedlich von Natur aus, wenn man uns nicht schikaniert. Vor kurzer Zeit haben wir zum Beispiel einen glatt eliminiert. Wir haben den geschissen, ja, wir haben den fertig gemacht. Und weil wir zusammengegeben haben, darum haben wir es fertig gebracht. Wir haben den Theodor bezwungen mit Geduld und Licht und Witz. Den Uldi, den Gotti und den Fritz. Eines Tages haben sie bei uns so einen Hayek-Yogi-Cola. Also einer, der nicht raucht und von kein Bier trinkt, sondern Cola. Und der hat dann schnell studiert und hopp, schon hat er das Urteil gehabt. Dann müssen wir rationalisieren, zwei von uns drei müssen gehen. Dann eine lange zur Bedienung vom Computer gut. Moment, hab ich gesagt. Jetzt läuft euch der Hut. Wir haben den geschlissen, ja, wir haben den fertig gemacht. Und weil wir zusammengegeben haben, darum haben wir es fertig gebracht. Wir haben den Theodor bezwungen mit Geduld und Licht und Witz. Den Aldi, den Gotti und den Fritz. Sie haben den Theodor dann aufgestellt und wir haben benutzen. Wenn der gleiche Gefahr sich für uns tatsächlich stützen, haben die gefüttert mit diversen Programmen. Und er hat Resultate ausgespielt, fromm wie ein Slum. Wir haben den Schaffer schreiben, rechnen lassen, so viel das nur geht. Und der Chef ist fast besoffen in den Resultaten. Wir haben den geschissen, ja, wir haben den fertig gemacht. Und weil wir zusammengeben, dann drum haben wir es fertig gebracht. Wir haben den Theodor bezungen mit Geduld und Licht und Witz. Den Aldi, den Tegotti und den Fritz. Jetzt haben wir angefangen, richtig schikanieren. Leerlauf und Fehler und Chaos produzieren. Statt der Rechtbefehl haben wir einfach den Linken. Beim Vorbeilaufen haben wir jedes Mal ein Ginken. Bald hat er gestunken und fürchterlich gerochen. Und dann ist der Theodor zusammengebrochen. Wir haben ihn geschissen, ja, wir haben ihn fertig gemacht. Und weil wir zusammengeben, dann drum haben wir ihn fertig gebracht. Wir haben den Theodor bezwungen mit Geduld und Licht und Witz. Den Aldi, den Gotti und den Fritz. Sie haben den Theodor dann geholt. Wir haben den Griechen da, wir trauern. Doch da innen, da hat's gejubelt. Unser Theo ist besauert. Jetzt können wir unsere Arbeit wieder machen, wie wir wollen. Alle Fälle und alle Akten haben wir wieder in der Hand. Jetzt haben wir wieder unseren Rhythmus 40 Minuten auf eine Stunde. Das ist vernünftig. Das ist richtig. Das ist menschlich. Das ist gesund. Wir haben den geschissen, ja, wir haben den fertig gemacht. Und weil wir zusammengeben, dann drum haben wir es fertig gebracht. Wir haben den Theodor bezwungen mit Geduld und Licht und Witz. Den Aldi, den Tegotti und den Fritz.